Rund 50 Medienvertreter aus dem In- und Ausland folgten der Einladung zur Pressekonferenz, die die Automanufaktur Wiesmann am 2. April 2008 in Dülmen abhielt. Die beiden Firmengründer und Geschäftsführer Martin und Friedhelm Wiesmann präsentierten erstens ihren neuen Supersportwagen Wiesmann GT MF5 und zweitens die neue gläserne Manufaktur, die wenige Tage im Anschluss offiziell eröffnet wurde. Nach rund zweijähriger Bauzeit bildet der avantgardistische Bau nicht nur den neuen Firmensitz des Unternehmens, sondern gleichzeitig auch einen neuen Anziehungspunkt für Automobilenthusiasten aus aller Welt. Denn die Manufaktur wurde so gestaltet, dass Besucher den Herstellungsprozess der Sportfahrzeuge hautnah und live miterleben können. Die angegliederte Gastronomie sowie der neue Wiesmann Shop runden das Automobilerlebnis ab. Bei einer ausführlichen Tour durch das neue Gebäude standen die Wiesmann-Brüder persönlich für die Beantwortung der Fragen der TV-, Print- und Online-Journalisten zur Verfügung. Die rund 20-jährige Firmengeschichte mit zahlreichen Anekdoten faszinierte dabei ebenso wie die technischen Hintergrundinformationen zu Roadster und GT, von denen im neuen Werk jährlich rund 250 Stück handgefertigt werden. Zielgruppe sind anspruchsvolle Kunden in aller Welt, die sich ihren Wiesmann individuell in Bezug auf Farben, Innenausstattung, Ledersorten und Sonderzubehör zusammenstellen können. Erst aus der Luft lässt sich die architektonische Besonderheit der neuen Manufaktur erfassen. Ein überdimensionaler Gecko auf dem Dach des Gebäudes macht das Markenzeichen der Dülmener Automobilmarke weithin sichtbar. Durch die neue Manufaktur und den Ausbau der Modellpalette macht die Automanufaktur Wiesmann deutlich, dass sich ihre Erfolgsgeschichte in beeindruckender Form fortsetzt. Und Deutschland ist um einen automobilen Anziehungspunkt reicher.